Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Ja, Mitte August haben wir jetzt. 15. August. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich empfinde den August sehr wankelmütig. Also emotional von den Gedanken, von den Ereignissen, würde ich sagen, ein Auf und Ab. Also teile gerne mal in den Kommentaren, wie du den August empfindest. Ich persönlich ja, finde es wirklich sehr unterschiedlich. Und das, was ich so mitbekomme bei Bekannten, Freunden etc., ja, da geht es genauso. Deswegen schauen wir heute mal rein in die Wochenbotschaft vom 15. bis 21. Ich schaue in die einzelnen Karten. Und für diese Woche habe ich mich entschieden, keine Tagesbotschaften zu machen. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich das intuitiv mache. Ja, das heißt, vielleicht nächste Woche wieder. Ich lasse mich da so ein bisschen führen. Möchte mich natürlich auch nochmal von Herzen für alle Likes, alle Abos und alle liebevollen Kommentare bedanken. Da freue ich mich immer sehr und das unterstützt meinen Kanal sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde mischen, ins Auslegen gehen, dann in die Deutung gehen. Wenn du das überspringen möchtest, dann schau doch unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns gleich. Und ich verbinde mich mit dem Kollektiv und mit der Woche vom 15. bis 21. August. Was kommt auf uns zu? Welchen Impuls darf ich hier weitergeben? Ei. Also, ich habe gerade den Impuls, das als Überschriftskarten zu nehmen, weil die gerade rausgeflogen sind und eigentlich ganz geschmeidig. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Okay. Ich hoffe, ich kriege das hier. Ich glaube, ich lege sie vielleicht einfach mal hier zur Seite. So, meine Lieben, heute mal ein bisschen anders ausgelegt, aber gut. Wir schauen jetzt mal, was bringt die Woche? Wochenbotschaft vom 15. bis 21. Wir schauen mal rein. Jede Karte betrifft einen Tag, aber letztendlich kann es natürlich auch sein, dass sich das ein bisschen verschiebt. Es muss nicht immer direkt am Tag passieren, es kann sich auch ein, zwei Tage später zeigen. Und letztendlich kannst du auch einfach mal so in die Woche reinfühlen und auch mit den Überschriftskarten dir einfach so eine allgemeine Wochenbotschaft rausziehen oder halt wirklich in die einzelnen Tage gehen. Auch da lass dich einfach intuitiv leiten. Es ist natürlich eine kollektive Kartenlegung, das heißt, es kann nicht alles mit dir resonieren. Also bitte alles auf dich persönlich umlegen. Interessant war diese Woche, dass zwei Karten rausgeglitten sind, würde ich fast sagen, was für mich auch schon mal ein Zeichen auf die Qualität der Woche ist. Das heißt, für mich ist es ein bisschen ruhiger, man wird geleitet, geführt, es ist ein bisschen sanfter. Und diese zwei Karten, die rausgeglitten sind, habe ich intuitiv jetzt als Überschriftskarte genommen, weil die wirklich sehr, sehr schön sind. Wir haben nämlich einmal den Magier und die zwei der Kelche, was darauf hindeutet, dass es gut sein kann, dass du in dieser Woche mit einer weiteren Person einen Zusammenschluss ja, hast, beziehungsweise dass man zusammen vielleicht etwas Neues erschafft, dass man vielleicht zusammen kooperiert oder zusammen sich etwas Neuem widmet.
Es kann gut sein, dass du vielleicht auch jemand Neues kennenlernst. Vielleicht ist es eine neue Liebe, vielleicht eine neue Möglichkeit. Also, das ist natürlich jetzt sehr viele Gegebenheiten, deswegen zieh dir das raus, was dich jetzt am ehesten. Also, du wirst schon merken, was es bei dir ist. Auf jeden Fall zwei der Kelche, ein gemeinsam in was Neues, gemeinsam etwas erschaffen. Was noch rausgeflogen ist, ist diese wunderschöne Karte, All Tied Up. Und das bekomme ich aber eher dafür, dass man jetzt dieses sich zurücknehmen, dieses sich gefesselt fühlen, diese Anhaftungen jetzt loslässt. Also ich habe eher das Gefühl, dass das hier so ist, dadurch, dass man etwas loslässt. Und vielleicht schau dir mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich habe nämlich heute, ich war jeden Montag, poste ich immer so ein, wie so ein Impuls. Mindful Monday heißt das. Und mir ist es gestern tatsächlich wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, bewusst zu duschen oder zu baden. Jetzt mal einen kleinen Schwank kurz. Also wirklich bewusst sich auch vorzustellen, dass alle negativen Emotionen oder Gedanken abgewaschen werden. Und diese Karte signalisiert mir das nämlich. Also es ist Zeit, Altes einfach abzuwaschen. Weil die Karten sind auch so fließend rausgerutscht gerade eben. Vielleicht könnte dieser Impuls dir wirklich helfen, dass du einfach die Bewusstsein nimmst, wenn du duschst, wenn du badest, aus diesem stressigen, ich muss ja noch schnell duschen, aus diesem Mindset vielleicht rauszugehen und die Bewusstheit nehmen und ja, dir einfach vorstellst, dass wenn du dich einschäumst und das Wasser über dich fließt, was darf da alles abgewaschen werden? Und dann stellst du dir einfach vor, dass alles, was du nicht mehr gebrauchen kannst, wirklich abgewaschen wird. Und ich habe so das Gefühl, dass dir das diese Woche gelingen könnte, weil du dadurch nämlich ein offenes Herz hast und auch ja, Menschen magnetisch anziehen wirst. Das ist so der Impuls, der mir jetzt gerade kommt, den ich hier weitergeben darf. Das ist das, was mir durchgegeben wird. Und wir schauen jetzt einfach mal in den Montag rein. Wir haben hier einmal, Leute, ist das nicht der Knaller, der Stern? So viel zum Waschen, zum Reinigen. Ah, das ist die Wunscherfüllung. Das ist so eine schöne Karte. Ein Traum. Ein Traum wird vielleicht wahr heute für dich. Was haben wir im Lenormand? Boah, die Fische. Es tut mir leid, aber das ist gerade der Hammer. Also heute könnte was ganz, ganz Tolles passieren. Wir haben den Stern, große Arkana, die Wunscherfüllung, deine Ziele zum Greifen nah. Der Stern, also der Stern am Himmel, dein Nordstern, der dich leitet, deine Wünsche, die dich weitermachen lassen. Und hier die Fische, Fülle, Fülle, emotional, materiell, Fülle. Heute könnte etwas passieren, was dein Herz wirklich zum Leuchten bringt. Also etwas, wo, das sind so Tage, wo man vielleicht auch sagt, boah, damit hätte ich niemals gerechnet und das ist aber passiert, wo du sagst, das muss ich allen erzählen, das glaubt mir keiner. Sowas könnte heute sein. Es kann für viele aber auch sein, dass es einfach um dieses innere Reinigen geht, ne? Mit diesen Kelchen. Es sieht ja auch so aus, als würde sie sich waschen. Ich finde es mega, dass es gerade kommt, weil das passt so schön zu dem, was ich hier schon fühle und sehe. Und es ist dieses Reinwaschen. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass du dich im Laufe des Tages emotional einfach besser fühlst, wie gereinigt, wie losgelöst, wie befreit. Das ist auch das, was ich bekomme. Also eine wunderschöne Karte und das zeigt, dass es eigentlich ein super Wochenstart ist. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir gehen jetzt auch einfach mal direkt in den Dienstag rein. Wie gesagt, Zeit ist fließend, aber dennoch, wow. Wieder eine große Arkana, der Hierophant. Wow, also ich habe so das Gefühl, dass es gut sein kann, dass gerade hier mit dem Stern oder dass dir was Tolles passiert ist, du dadurch mega connected bist. Es ist wie so dein Kronenchakra ist mega geöffnet, du hast eine mega Verbindung zu allem, zum Universum, zu dir selbst. Du hast dieses innere Gespür, du hast dieses Gefühl, das und das passiert jetzt und dann passiert es auch.
Vielleicht bist du an diesem Tag unglaublich gut im Manifestieren. Vielleicht steht diese Karte aber auch für eine Person, bei der du dir gerne einen Rat abholst. Das kann eine Vater-Mutter-Figur sein, das kann ein Mentor, ein Lehrer sein, das kann eine sehr gute Freundin sein, ein weiser Onkel, wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, du bist an dem Tag super selbstsicher und super selbst. Erforschend ist das, was ich bekomme. Wir haben die Schlange. Für mich steht die Schlange in dem Zusammenhang ja auch für diese Heilung. Also du wäschst dich hier rein von etwas und du gehst hier in die Heilung und dadurch hast du eine viel größere Verbindung. Es ist so dieses Gefühl, auch für andere oder mit anderen, du kannst das viel besser spüren. Es ist so, als wärst du viel mehr wieder in deinen Gefühlen. Die Schlange kann natürlich auch für eine List oder listige Person stehen. In dem Falle ist es aber so, solltest du so einer Person begegnen oder so eine Situation haben, du durchschaust das sofort. Also hier, du bist der Hierophant, du hast eine göttliche Anbindung, du bist geführt, du hast Gottvertrauen. Und ich meine das jetzt nicht wirklich nur auf die Kirche bezogen. Du hast dieses Vertrauen. Ich weiß, wenn ich das und das mache, das ist richtig. Und dann ist es auch richtig. Also du hast hier eine unglaubliche Anbindung an diesem Tag. Jawohl, was kommt denn am Mittwoch? Page der Schwerter. Der Page der Schwerter, das ist... An diesem Tag kann es sein, dass du mit jemandem... Ja, Kontakt hast, also für mich ist es wirklich eine Personenkarte an diesem Tag, mit dem du, nee, diskutieren wäre jetzt das Falsche, das ist das Wort, was ich suche, gib mir bitte das Wort, mit dem du eine interessante, aber auch nicht ganz einfache Kommunikationsführung hast. Also es kann gut sein, dass du an diesem Tag dich mit jemandem austauschst und das wird für dich nicht gerade einfach, aber irgendwie macht es dir auch Spaß, weil du gefordert wirst. So bekomme ich das. Ja, und wir haben dich hier liegen. Auch wenn du als Mann hier zuguckst, das, weil ich immer aus der Sicht von einer Frau gucke, das ist die Personenkarte, die dich repräsentiert. Das heißt, an diesem Tag liegt der Page oder die Kommunikation, die Geistesfähigkeit schon eher bei dir. Egal mit wem du es hier zu tun hast, du bist hier gewappnet, du bist hier total in deiner Stärke und kannst da, ich sag mal, mit aufs Feld und mithalten. Also lass dich nicht verunsichern von irgendwelchen Personen. Du bist hier total in deiner Kraft, in deiner Gedankenstärke auch und du bist bei dir selbst. Und das ist auch alles, was du brauchst bei diesem Menschen. Also du bist schon autoritär an diesem Tag. Wir schauen jetzt mal in den Donnerstag. Acht der Münzen. Am Donnerstag kann es sein, ja, dass du vielleicht etwas dazu lernst. Vielleicht lernst du aktuell wirklich etwas in Form von Weiterbildung, Ausbildung. Vielleicht ist es aber auch so, dass du einfach übst mit jemandem. Vielleicht ist aber eine Situation dabei, das hast du so noch nicht erfahren. Also wie eine kleine Lernaufgabe. Wir schauen jetzt mal. Die andere Personenkarte. Dein Gegenüber, das kann jetzt ein Herzensmensch sein, das kann jetzt dein Partner, dein Freund, dein Mann sein, das kann aber auch eine Person sein, die dir sehr am Herzen liegt, also eine Person, die dir sehr, sehr nahe steht. Und es kann gut sein, dass du etwas Neues von dieser Person erfährst. Das könnte es auch sein, dass Wissen von dieser Person zu dir getragen wird oder dass du demjenigen Wissen schenkst. Ich bekomme es aber eher so, dass du Wissen erhältst von dieser Person. Wissen über einen Herzensmenschen. Also vielleicht ja, erzählt er dir irgendwas, wo du denkst, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ja Wahnsinn. Vielleicht sagt er auch, okay, ich muss jetzt ja, wegreisen, ich muss irgendwie beruflich für eine Woche dahin. Das kann jetzt alles sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir kommt. Aber es kann sein, dass du an diesem Tag etwas, ja, Neues dazu lernst, entweder oder wirklich was erfährst. Wir schauen jetzt mal in den Freitag. Aha. Sieben der Stäbe.
Das ist die erste Karte, ich sag mal, die so ein bisschen erschwerend wirkt von den Bildern. Das ist so diese Karte, man wehrt sich, man ist bereit, auch gegen andere, also sich durchzusetzen. Auch wenn es sehr anstrengend ist, hat man hier eine ziemlich gute Position, aber das heißt, man ist hier nicht im Nachteil. Wir schauen mal, worum geht es hier. Oh, okay, der Sarg, Transformation, Beendigung. Für ganz viele wird es hier um eine Freundschaft gehen, bekomme ich. Eine Freundschaft, wo man schon länger vielleicht für gekämpft hat. Eine Freundschaft, die es vielleicht jetzt gilt zu beenden. Wo entweder du noch daran festhältst, das könnte auch hier wieder ein Hinweis sein auf die Karte, ne, des Festhaltens, des Gefesseltseins. Für ganz viele könntest du kämpfen oder der andere kämpfen, obwohl beide eigentlich wissen, das bringt jetzt gar nicht mehr so viel, weil man verschiedene Interessen hat, weil man ja sich irgendwie auseinandergelebt hat. Ich würde mal eine Klärungskarte ziehen. Worum geht es hier? Das große Glück, ein langer Weg und zu hohen Ehren kommen. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass es hier um eine Person oder eine Situation geht, die dich nicht unterstützen in dem, was du tust. Das kann natürlich behördlich sein, das kann natürlich eine Freundschaft sein, die nicht nachvollziehen kann oder das nicht gutheißt, was du machst, dich nicht versteht. Egal was es ist jemand oder etwas, das kann natürlich auch eine Situation sein, dass ich dir so ein bisschen in den Weg stellen möchte, aber da bist du hier radikal, bekomme ich gerade. Also wenn du das merkst und auch hier mit dem Sarg, dann verlässt du diese Situation oder diese Person, da hast du jetzt gar keinen, da lässt du dich nicht mehr drauf an. Du bist hier bereit zu kämpfen. Du hast jetzt schon so viel erreicht und so langsam reicht es hier auch, bekomme ich gerade, mit den ganzen Sachen und Menschen, die irgendwelche Meinungen haben und sich hier querstellen. Denn du hast hier auch eine Meinung und das ist die wichtigste. Deine Meinung ist für dich die wichtigste Meinung. Dass du dir Rat einholst, Ideen, auch Meinungen, wo du bewusst sagst, okay, ich hätte jetzt gerne mal einen Rat von dir, gar kein Problem. Aber deine Meinung, dein Gefühl ist am wichtigsten. Wir gehen jetzt schon mal ins Wochenende rein, in den Samstag. Zwei der Münzen haben wir hier, das Jonglieren, das Ausbalancieren. Ich bekomme gerade das Bewusstwerden und bewusst abwiegen. Bewusst abwiegen, weil man sich vielleicht entscheiden muss. Aber man entscheidet sich hier fürs Glück. Also das ist nichts Negatives. Du wirst dich hier richtig entscheiden, wenn es hier um eine Entscheidung geht. Es kann auch gut sein, dass du Möglichkeiten abwiegst, dich mit Menschen zu treffen. Egal was, du wirst dich richtig entscheiden. Es kann auch langfristige Möglichkeiten gehen. Es kann um finanzielle Themen gehen mit den Münzen, um Sicherheitsthemen, Stabilitätsthemen. Ich bekomme es aber, also für einige wird es eine Entscheidung sein, für viele ist es aber eher ein Gedanken, ein gedankliches Abwägen. Vielleicht machst du dir Gedanken um eine Situation, wo du weißt, du hast vielleicht mehrere Möglichkeiten und du bist dir noch nicht ganz sicher, was du machen sollst. Vielleicht hinsichtlich deines Berufes oder einer Situation in deinem Beruf. Ich bekomme es für ganz, ganz viele, für die meisten, für das gedankliche Abwägen. Das ist so ein Tag, das beschäftigt dich so ein bisschen und dann, aber nicht negativ, ne? Aber da gehst du immer mit den Gedanken wieder rein und sagst, ja, was könnte ich machen? Soll ich dies? Soll ich doch das machen? Ja, das ist so ein bisschen, du holst dir auch Rat vielleicht von zwei Leuten ein, bekomme ich hier gerade mit den zwei der Münzen. Vielleicht hat es auch mit zwei Personen oder zwei Möglichkeiten zu tun. So, wir gehen mal zum Ende der Woche. Sonntag, Königin der Kelche. Königin der Kelche und, aha, der Berg. Also die Königin der Kelche bekomme ich klar für dich.
aber auch vielleicht für einen Besuch, für einen unverhofften Besuch, was du jetzt noch nicht so ganz sehen kannst, weil das noch hinter dem Berg liegt. Vielleicht kündigt sich das auch wirklich erst am selbigen Tag oder einen Tag vorher an. Aber das wird ein sehr gefühlvoller Tag. An dem Tag bist du auch sehr gebend, und zwar von deiner Liebe, von deinem Gefühl, von deinem Mitgefühl. Und du bist so ein bisschen in der Schwingung, auch wenn du dich mit jemandem treffen solltest, dem es nicht so gut geht, so, das kriegen wir doch alles wieder hin. Ich unterstütze dich, ich helfe dir, vor allen Dingen emotional bist du sehr aufbauend an diesem Tag. Auch hier würde ich gerne noch eine Karte ziehen. Worum geht es bei den Bergen im Minimal? Geschenk bekommen. Also es kann hier für mich wirklich mit dieser Situation zusammenhängen, mit der Überschriftskarte, das, was dich so ein bisschen die Woche begleiten wird, auch hier mit dem Abwägen von Möglichkeiten, mit einer weiteren Person, mit einem Geschenk. Also dir passiert diese Woche etwas Gutes. Es ist so, als würde dir eine Hand, eine Möglichkeit gereicht werden. So bekomme ich das gerade durchgegeben. Und da beschäftigst du dich ein bisschen die Woche so mit. Also wenn wir uns jetzt bewusst mal auf die Überschrift fokussieren, wo es um eine weitere Person geht, um etwas Neues, um eine Zusammenkunft, um ein Zusammentun, dann ist das interessant, weil wenn wir die Überschrift hier durchziehen, dann ist es für dich etwas Positives, etwas, was du dir vielleicht schon lange gewünscht, manifestiert hast, wo es aber noch viel zu regeln gibt. Es ist etwas, wo du dich selbst noch reinfuchsen musst, was mit dieser Situation zu tun hat, wo man noch Wissen, ja, holen muss, wo man sich vielleicht auch mit vielen Meinungen auseinandersetzen muss, wie gut oder wie schlecht das ist oder wie du das machen sollst. Und letztendlich gilt es hier um ein Abwägen. Aber letztendlich ist es ein Geschenk für dich, ein Geschenk. Und du kannst dir eigentlich noch gar nicht vorstellen und du kannst auch noch gar nicht sehen, wohin das eigentlich führt, weil eigentlich ist es der Start von etwas ganz, ganz Großem. Und das hat mit einer weiteren Person zu tun, das könnte mit einer weiblichen Person zu tun haben. Es ist wie ein Zusammenschluss, weil nicht nur du bekommst hier was, sondern du gibst auch. Es ist wie eine Symbiose, also es ist wie ein Geben und Nehmen, aber es könnte etwas sein, worauf du schon lange gewartet hast zum Beispiel. Und der Sonntag ist so ein bisschen dieses Dankbarkeitsgefühl, dass das in dir auch hochkommt. Also an diesem Tag ist es so, da bist du schon sehr dankbar und beseelt. Das ist so das, was ich bekomme. Und ich finde, das passt ganz gut, wenn wir uns wirklich mal die ganze Woche, die Wochenenergie anschauen, dass es sanfter ist, es ist ruhiger, es ist geklärter. Genauso wie die beiden Karten hier rausgerutscht sind, so fühlt sich das auch an. Es ist ein Lösen von Altem, von etwas, was dich beklemmt, und es geht hier mit dem Magier in etwas Neues. Wir haben hier eins, zwei, drei große Arkane, eine sehr bedeutungsvolle Woche, aber wie gesagt, für dich eine sehr klärende und auch herzbereinigende Woche. Und ich möchte zum Schluss noch einen Rat des Universums ziehen hier. Was ist die Botschaft für uns, fürs Kollektiv, für diese Woche? Was ist der Rat hier? A deep breath. Ja, das bekomme ich tatsächlich auch mit diesem erstmal tief durchatmen die Woche, denn es wird hier ein bisschen leichter, man kann hier wieder durchatmen, man hat hier auch Zeit zum Durchatmen und man ist so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen dieses Atmen, so dieses von Dankbarkeit, dieses wow. Also dieses Ausatmen und Einatmen aus Dankbarkeit. Vielleicht aus der Wunscherfüllung, für jeden wird es was anderes sein, aber diese Woche erfährst du etwas Schönes. Und ich hoffe, dass diese Legung mit ganz, ganz vielen von euch resonieren wird, weil ich finde, also ich hoffe, sie wird auch mit mir resonieren, weil ich freue mich nämlich schon die ganze Zeit auf etwas Ruhe und Klarheit. Und wenn es dann noch wirklich hier in eine Wunscherfüllung geht, das wäre natürlich ein Traum. Also, ich hoffe, es resoniert mit dir. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören
Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Mein Name ist Jacqueline und es hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich, ja, wenn du das nächste Mal hier wieder vorbeischaust. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.